Hallo liebe Citizens und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Star Citizen. In dieser Folge geht es um das Handmining. Das habe ich euch ja schon in den letzten Folgen angeschaut. Wir haben in der letzten Folge Prospector Mining gemacht und davor die Folge Rock Mining. Und jetzt kommt die letzte Mining Art, das gute alte Handmining. Gute alte Handarbeit. So, ich habe es eigentlich vor zwei Folgen schon mal kurz erklärt. Aber ich sag's noch mal ganz kurz, ihr braucht dafür natürlich ein Mining-Tool und ein Mining-Attachment. Das haben wir uns damals in Lorville organisiert. Weil das gibt's nämlich zum Beispiel hier auf Port Olisar zum Beispiel leider nicht. Würde ich jetzt mal ganz kurz behaupten. Ich weiß es nämlich gar nicht. Nein, zum Beispiel hier könnt ihr es nämlich nicht kaufen. Das bedeutet, ihr müsst das wirklich da kaufen, wo es das auch gibt, also hier nicht. Das Mining Tool schauen wir uns gleich aber an. Wie gesagt, das könnt ihr auf Area 18, Lorville oder Microtech eigentlich kaufen. Was relativ wichtig ist, wenn ihr zum Minern geht, ist dieses wunderschöne Ding hier hinten, nämlich der Mad Flags Rucksack. Ja, das ist nämlich ein Rucksack, in dem ihr natürlich zusätzliches Inventar habt. Ich kann mal ganz kurz gucken. Ich habe jetzt Personal Inventory ist bei mir zu 36% gefüllt mit Essen, was ich mir jetzt übrigens eigentlich auch mal gleich mal reinpfeifen kann, sehe ich gerade. Ich mache das mal ganz kurz. Drink. Habe ich das jetzt in der Hand? Erstmal so. Curry, hallo? Mein Wasser. Okay. Will er gerade nicht. Gut, dann warten wir mal ganz kurz. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ja hier, den habt ihr ja in den letzten Folgen schon gesehen, die Novik Armor. Ihr seht ja, die hat auch hinten einen Rucksack drauf, ne? Sollte ich die jetzt anziehen, dann seht ihr hier Cargo Capacity 130k. Und ich drücke dann nochmal diese Taste. Dann seht ihr 0%, weil ich gerade die Rüstung gewechselt habe. Ich bin ein Äumelchen. Klar kann er da nichts essen. Genau. Aber auf alle Fälle, diese hat jetzt 130 Cargo-Einheiten. Und ich weiß nicht, steht das bei der anderen Armor mit dran? Moment, jetzt muss ich mir erstmal ganz kurz. Sorry. Ich muss mich nochmal kurz umziehen. Zack. Zack, zack, zack. Steht denn da dran, was die normale Armor... Genau, hier. Da habt ihr Carry Capacity 10. Ja? Also dieser Rucksack von der Novik Armor hat praktisch 130. Eine normale Armor hat nur 10. Also 120 mehr Cargo Capacity. Ich kaufe jetzt einfach mal ganz kurz den hier. 3000, ist ja egal. Ah, guck mal, hier sehen wir Cargo Capacity, brauche ich gar nicht kaufen. 60. Ja, das heißt, dieser normale Rucksack hat 60 Cargo Capacity, normale Rüstung 10 und die Novik Armor, die ich jetzt hier habe, die hat 130. Ne? Das heißt also, Novik Armor ist wirklich non plus ultra. Deswegen werde ich die auch anziehen. Genau. Zack. Jo, halt die Klappe, kommen wir gleich. Achso, jetzt habe ich immer noch das. Fuck, jetzt habe ich wieder. Jetzt habe ich das Essen in der anderen Rüstung. Mei, ich bin auch ein Deppet. Ich kaufe mir jetzt schnell noch was zu essen. Jetzt muss ich mich jetzt wieder umziehen. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. So. Zack. Bevor es hier losgeht. Reicht das? Oh, nochmal ein. Dann nehmen wir hier mal so ein Prep-Meal. Beef Chunks. So, Rinder mit. So,
Es leer den Schmarrn. So, kurz was zu trinken noch reinballern. So, für unterwegs nehme ich jetzt nichts mit, weil notfalls kann ich die Rüstung ja unterwegs nochmal wechseln und dann habe ich da auch noch was drin. Hi, welcome to the store. Zack. So, Drink. So, wie gesagt, nehmt euch auf alle Fälle was mit in die Armor. Und wenn ihr die Armor wechselt, denkt dran, dass eben dass die Getränke und euer ganzes Equipment auch dann ausgezogen wird, ne? Wichtig. Sonst, klar, ihr könnt euch natürlich jederzeit wieder umziehen, aber nicht, dass ihr euch dann wundert, wo ist mein Essen? Ja, wenn ihr die andere Armor anzieht, dann habt ihr kein Essen. So, dann geht's weiter, kurz, und zwar mit den Utilities, und zwar Utility Items. Da müssen wir natürlich das Pyro Multitool ausrüsten. Und Moment, wir gehen mal kurz hier in die Utilities. Genau. Dann hier bei Multitool Attachment müssen wir natürlich das Mining Attachment auswählen. Na, das haben wir ja beides gekauft in der vorletzten Folge oder vorvorletzten Folge sogar. Genau, das rüsten wir jetzt praktisch einmal aus und dann haben wir hier das Multitool. Ihr seht schon, hier hängt es jetzt. Genau. Consumable, machen wir nochmal Medipen. Denkt immer dran, eure Medipens auszurüsten. Und da haben wir dann eigentlich nur die Quick Flares drin. Das passt auch. So. Zack. Wir safen die ganze Chose. Ziehen unseren Helm wieder auf. Und dann kann es eigentlich losgehen zur nächsten Höhle, um zu minern. Ah, welches Schiffal hätten es denn gern? Mit was sind wir denn noch nicht geflogen? Mit der Saber sind wir geflogen, mit der Stalker sind wir geflogen. Die Hammerhead ist zu groß, mit der Pisces sind wir geflogen, mit der Carrack sind wir geflogen, die ist eh zu groß. Die Hornet ist ein hässliches Schiff, das wollen wir nicht. Die Nox können wir nicht fliegen, Nox können wir nicht, Argo ist ein Scheißschiff. Mit der Banu Defender sind wir schon geflogen, Mustang Canter, Caterpillar ist auch zu dumm jetzt. Cutlass Red sind wir auch schon geflogen, die Black ist sind wir auch schon geflogen, heieiei. Blade, Glaive, Freelancer habt ihr alle selber. Prospector sind wir auch schon geflogen. Starfire ist zu groß. Mit der Origin sind wir auch schon geflogen. Heieiei. Dann nehmen wir doch ein Alien-Schiff. Nehmen wir doch die Blade. C01. So. So, wir werden jetzt nach Daymar fliegen. Da bin ich nämlich der Meinung, dass es da eine Höhle gibt, die ich kenne. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob im Patch 3.10, da wurden die ganzen Höhenkarten angepasst, ob die Höhle noch da ist oder nicht. Wenn sie da nicht mehr ist, dann haben wir leider ein kleines Problemchen. Aber gut. So, Asperia Blade, Alienschiff, Vandul-Schiff, leichter Jäger. So sieht ein Alienschiff aus. Wobei sie schon angekündigt haben, die Alienschiffe werden alle nochmal komplett überarbeitet und sehen dann nochmal ganz anders aus. Haben sie schon gesagt, dass das so ist. So. Das heißt, sie bleiben zwar so ähnlich vom Design her, werden aber nochmal deutlich aggressiver und deutlich alienhafter nochmal, wie sie jetzt eigentlich eh schon sind. Aber wäre noch schöner, noch schöner. Schöner. So. Wir sehen auch, zack, habt ihr gesehen, Landing Position. So ist sie praktisch dann in der Flugposition. Ach, ich liebe das Design von denen, ey. Aber das wird noch schöner, das Design. Ach, da freue ich mich drauf. So, Daymar. Coudreor. Da sollte laut meinen Informationen eine Höhle sein. Ich hoffe es zumindest. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt. So. Braucht ein bisschen, bis eine Drive geht.
So, ist ja auch das schöne rote Hut von dem Alien-Schiff. Ja, mega gern. Man sieht's immer gut. Ist der Vorteil davon. So, es gibt halt sehr wenige Höhlen, die man so direkt anfliegen kann. Oder Minen im Grunde genommen. Aber, naja. Ich habe es ja schon mal gesagt, wo wir in die Investigation-Mission gemacht haben. Die hat uns ja auch in eine Cave geführt. Und wenn man natürlich das verbindet, also man sagt, ja, man macht eine Investigation und minert nebenbei, Jackpot, ne? Aber ich versuche jetzt einfach mal so eine Höhle zu finden. Und zu gucken, ob wir da reinkommen. So, schauen wir mal. So, langsam mal abbremsen. Ich glaube, der Boden kommt gleich. Ah, guck mal, da blinkt schon. Da blinkt doch was. Ja, das ist natürlich Nacht. Na, das ist natürlich jetzt geil, den Höhleneingang zu finden bei Nacht. Ja. Weil ich glaube... Shit, ey. Können wir den erst scannen? So gut, dass das Schiff, dass bei dem Schiff das Licht funktioniert. Shitty. Shit, shit, shit. Okay, pass auf. Da müssen wir jetzt halt mal gucken. Ach, das ist jetzt scheiße gelaufen, gell? Jetzt müssen wir mal gucken. Ah, siehst natürlich nichts bei dem dunklen Scheiße, ey. Ich kann nicht ahnen, dass bei der Blade dass das Licht nicht funktioniert. Ich habe jetzt leider auch keine Ahnung, wo der Eingang genau ist. Ah, Mann. Ja, zu Fuß ist das natürlich jetzt relativ bescheiden, okay. Ah, werde ich jetzt so nicht finden, glaube ich. Wie gesagt, ich weiß ja nicht mal, ob er noch da ist. Das ist ja die nächste Frage. Okay. Machen wir Trick 17. Schauen wir mal, ob es vielleicht eine Mission gibt.
Naja, gut, dann nehmen wir halt die andere Cave. So, also wie gesagt, das ist jetzt halt dann der nächste Trick, ne? Wenn ihr nicht wisst, wo die Caves sind oder jetzt nicht Probleme habt, nehmt einfach eine Investigation an. Da hat jetzt mal wieder auch einer super geparkt. Eieiei. Hätten wir vielleicht gleich so machen sollen, dass wir einfach sagen, yo. Bei der Investigation müsst ihr natürlich nicht abschließen, die Mission. Wenn ihr so weit kommt, okay. Wenn nicht, dann habt ihr aber halt einfach jetzt den Marker für die Cave. Und gut ist. Und wir kommen dann relativ easy dahin. So, das ist auf der anderen Seite vom Planet. Erstmal darüber fliegen, weil wir nehmen erstmal kurz das Com-Array, dass wir einmal kurz um den Planet rumkommen. Normal müsste der OM-Pointer auch schon reichen, oder? Kommen wir jetzt hin? Was ist mein Point? Da unten. Also Stück für Stück einfach näher ran an die Cave. So, jetzt die Fragen aller Fragen. Irgendwie krieg ich die Cave. Na, komm schon. Irgendwie. Ach. Machen wir die Steuerung der Karte noch ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Kurze Fix nochmal. Krieg's irgendwie nicht ins Target. Ne, jetzt habe ich das dahinter ins Target gekriegt. Ja, willst du mich verarschen? Okay, Leute. Ich fliege da jetzt kurz hin. Wir machen einen kurzen Cut. So, da sind wir wieder. Jetzt sind wir gleich da. Ich habe den Kampf Donner gewonnen. So, 10 Kilometer noch. Mal langsam. Wie gesagt, wir sehen ja nichts. Ist schon wieder dunkel. Heute haben wir es mit den dunklen Seiten der Monde. Aber jetzt haben wir es dann gleich geschafft. So, können wir Landing Gear schon mal rausballern. So, langsam abbremsen. Ja, wobei die Blade, die bremst relativ schnell. Aber das Problem ist, wir haben kein Licht, ne? Wir haben halt absolut kein Licht. Ich sehe gar nichts. Da war der Boden. Ich hab's gefunden.
Ui, 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 ui. So. Oh, mein Schiff brennt. Ich habe einen Flügel verloren. Shit. Oh ja, gut. Gucken, ob es abgebrannt ist, bis wir wiederkommen. So, schauen wir mal rein hier in die Cave. Und gucken wir mal, ob wir was Schönes finden. So, müssen wir unseren dicken Arsch hier durchkriegen. So, hier haben wir wenigstens Licht. So, mit der Taste Nummer 4 können wir auf alle Fälle das Mining Tool in die Hand nehmen. Oder auch nicht. Jetzt schauen wir aber erstmal, dass wir ein paar Steinchen finden. So, wir gehen erstmal hier rein. Na, hier haben wir noch schön hier die Wegmarkierungen, wo wir lang müssen. Und dann hört es nämlich jetzt hier auch schon langsam auf. So, jetzt gibt es so ein bisschen, hier kein Strom mehr drauf oder was. So ein bisschen Tricks, wie man Steine findet. Ich versuche jetzt mal kurz einen so zu finden, indem ich ihn einfach nur anschaue. Hier, so, das hier ist ein Stein, den wir abbauen können. Ihr seht das, indem er eben diese Mineraleinschlüsse hat. So, der wird mir jetzt nicht gehighlightet in dem Sinne, sondern ihr seht das nur so. Nehme ich jetzt das Mining Tool in die Hand. Ich mache mal kurz die Taschenlampe aus. Oh, ja, dann sieht man viel. Shit. Ne, Quatsch, Taschenlampe würde ich auch machen. So, seht ihr das? Dann wird der mir so gehighlightet. Seht man das? So, wenn ich jetzt mir die Lampe ausmache, dann sieht man es besser. So, dann kriegt ihr praktisch so ein Highlight. Ja, das heißt, wenn ihr jetzt das Mining Tool im Anschlag habt und finde dann den Stein im Dunkeln nicht mehr. Da ist er. So, also das heißt, ihr fahrt dann so drüber, ne? Dann könnt ihr praktisch auch sehen, okay, welche Steine kann ich abbauen, weil die dann eben so gehighlightet werden und die Standardsteine nicht. So, jetzt sehen wir auch hier, ich lasse mit Absicht das Licht mal kurz aus, sieht man das Interface einfach besser. Im Grunde genommen das ganz genau das gleiche Prinzip wie bei den anderen Minings auch. Rechte Seite sehen wir die Zusammensetzung des Steines, ne? Wir haben hier Aphrodit. Wir haben 0,09 Kilo und dann eben Resistenz und eben diese andere Anzeige, wie ich, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Stabilität und Resistenz ist das, glaube ich, Stability, genau. Und wenn ich jetzt drauf drücke, na, dann seht ihr schon, der Laser geht an und mit der Maustaste gebe ich unten Gas. Ihr seht jetzt hier 30% Energy Level unten und ihr werdet jetzt gleich auf der linken Seite sehen, da kommt unser Balken gleich wieder. Wahrscheinlich ein bisschen näher ran hier. So, seht ihr es? Da kommt da der Balken. Und der Balken muss natürlich wieder in das Grüne, in den grünen Bereich, den wir hier oben haben. So, wieder sachte. So, dann seht ihr schon. Da ist die Animation ein bisschen besser. Na, man sieht schon, okay, du bist im richtigen Bereich. Das ist cool. Du kriegst akustisch ein Signal und so. Dann hört ihr schon. Na, und klack. So, Mining Tool weg. Und einmal kurz T drücken. So, jetzt sehen wir, hier sind die Steinchen. Und die müssen wir jetzt leider Gottes aufheben. Na, es gibt jetzt kein... ups. Die Flare wollte ich eigentlich noch behalten. So. Es gibt jetzt praktisch kein, wie soll man sagen, Ding, um das einzusaugen, sondern wir müssen die jetzt praktisch alle von Hand aufheben. Was ein bisschen nervig ist, weil wir sie... Ach, mit dieser dicken Rüstung ist das ja nervig. Ups. So, nee, habe ich den jetzt schon weggesteckt? Wieso kann ich in den nicht einstecken? Hallo? Habe ich da jetzt irgendwas falsch gemacht?
zieh mal ganz kurz nochmal den anderen Undersuit an. Beruhig dich, du erstickst nicht. Stow. So, na, bei dem geht's. So, also wir können den ganzen Schmarrn hier praktisch jetzt einsammeln. Und das müssen wir halt leider immer von Hand machen. So, zack. Aber deswegen ist das ja auch Handmining, ne? Voilà. So. Ne? So, das war praktisch unser erstes Steinchen. Also jetzt gucken wir mal ganz kurz, warum kann ich mich nochmal kurz umziehen? Alles gut, Digga, alles gut. So. Jetzt schauen wir mal, jetzt laufen wir mal weiter und gucken, ob wir das nächste finden. Na, ihr müsst halt jetzt so ein bisschen die Augen aufhalten. Es ist nicht ganz so einfach, die Steinchen zu sehen. Und wo es dann hingeht. So, jetzt würde ich mal sagen, wir kommen jetzt hier so in einem Bereich, wo es ein bisschen unübersichtlicher wird. Deswegen würde ich jetzt hier einfach mal eine Flare hinlegen. Kann ich die mit Taste 5... 6 auf. Oh. So, kurz gucken. Ich glaube, ich habe die gerade eben weggesteckt. Kann das sein, wo ich die in der Hand hatte, habe ich die nicht gecarried, sondern. Nee, doch, habe ich noch in der Hand. So, Tastenbelegung ist am Start im Kopf. Sechs. Warte mal, 4 ist Multitool. Lol, jetzt habe ich sie irgendwie da hingeschmissen. Egal, wir aktivieren sie jetzt einfach. So, na, das ist jetzt praktisch so unser Wegweiser, damit wir einfach nur wissen, okay, da sind wir hergekommen, da müssen wir hin. So, jetzt haben wir nämlich hier so ein bisschen die Gabelung, gell? Jetzt können wir da mal rüber gucken, ob es da noch ein Steinchen gibt. Aber... So, jetzt schauen wir mal hier lang. Aber wie gesagt, das ist eben wichtig, dass ihr eben diese... Ups, das hätte auch schief gehen können. Dass ihr einfach diese Lichter mitnehmt und die euch dann einfach mal so ein bisschen hinlegt. Wenn ihr merkt, okay, hier gibt es mehrere Wege, die man gehen könnte. So wie hier jetzt zum Beispiel. Normalerweise wäre es jetzt auch sinnvoll zu sagen, na komm. Wir nehmen jetzt hier nochmal eine Flare. Ne, dich wollte ich doch nicht. Da, genau. So, activate. Place. So, dann können wir sagen, okay, die legen wir jetzt hier einfach hier hin. Genau, dann wissen wir praktisch, dass wir da hoch müssen, wenn wir zurück wollen. So, jetzt habe ich gar nicht so genau aufmerksam nach diesen Steinchen geguckt. Also hier müsst ihr halt echt Augen auf, weil die sind halt echt teilweise schwer zu erkennen. So.
Aber was ich euch als Tipp sagen kann, die sind halt meistens immer so hier irgendwo am Rand entlang. Könnt natürlich jetzt auch mit dem Multitool rumlaufen und das dann praktisch so machen. Dann seht ihr das nämlich auch. Einfach ein bisschen besser. Okay, hier geht's jetzt. Ah, guck mal, hier ist noch was. So, hat er nie das auch das, was wir wollen? Das heißt, der Shit, der sie ja auch gut verkaufen lässt, der auch Geld bringt. Eine gute Resistance erstellen. Ja, du Drecksau, ey. Es hilft manchmal, wenn man so ein bisschen hin und her bewegt, dann, dass sich der einfach ein bisschen gleichmäßiger erhitzt. Anstatt nur auf einem Punkt zu bleiben, das ist manchmal ein bisschen, seht ihr das? Aber wenn er es hat, dann. Das ist eine ganz schöne Drecksau, ey. Oi. Okay, anscheinend haben wir gerade echt einen Bug, dass wir in diese Rüstung nichts reintun können. Das ist aber seltsame Geschichte. Okay, sollte eigentlich nicht so sein. Das ist aber doof, ne? Jetzt habe ich mir den anderen Rucksack nicht gekauft. Wenn ich ja gesagt habe, ich habe die gute Rüstung. Na, Mist. Keine Ahnung, was da los ist, aber normalerweise sollte es einfach so stow gehen. Voll. Okay, Trick 17. Inquisitor Grey. Dumpti-dumpti-dum. Machen wir das halt so, gelle. Mein Gott. Machen wir halt alle unsere Rüstungen voll, mir doch egal. Vielleicht müsste ich mir die Rüstung auch nochmal neu kaufen, weil diese, ich glaube, die Armor, also diese Cover, Novi-Cover, die habe ich schon so ewig lange. Ich weiß nicht, ob das einfach. Naja, wie soll man sagen, ob die einfach so verbuggt ist, weil sie die nochmal geändert haben oder sowas. Es kann halt auch mal sein, dass wenn du Items schon hast und die halt irgendwie nie verloren gehen, dass die sich da manchmal irgendwie ein bisschen buggy verhalten. Vor allem, weil sie jetzt viel an der Datenbank gemacht haben. Ist halt immer so eine Geschichte.
So, hoch will ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich tiefer hinein in die Höhle. Also, kurz Orientierung. Wo bin ich hergekommen? Genau, da sind wir hergekommen. So, also ihr merkt schon, das lilane Licht, hä? Das bringt's, Leute. Das bringt's auf alle Fälle. So, das machen wir jetzt nämlich hier auch. Zack. Zack. So, schauen wir, dass wir hier auch nochmal eine hinlegen, schnell. Also ich sage euch so, wie es ist. Na, dieses, das Handmining, das... Ne, Leute. Das bringt es halt jetzt aktuell nicht wirklich. Ne? Es ist einfach, zum Geld verdienen ist es nicht so geil. Weil ihr habt einen wahnsinnigen Aufwand. Ihr müsst hier in die Höhlen rein, ihr müsst die Flares setzen, ihr müsst gucken, dass ihr da raus und wieder reinkommt. Ihr müsst die scheiß Steinchen suchen, wie die Irren. Ne? Es ist halt einfach nicht so rentabel im Moment, weil es halt auch noch nicht so die große Auswahl an Steine gibt und sowas. Aber es ist natürlich einfach ein Gameplay-Loop, den man natürlich noch weiterhin verbessern kann. Ja, das ist ja ganz klar. Also später wird sich das natürlich nicht nur auf den Abbau von irgendwelchen Mineralien oder sowas begrenzen, sondern wahrscheinlich auch ganz viele andere Materialien und sowas. Ja, ihr müsst immer bedenken, dass das praktisch so ein Gameplay-Inhalt ist, der jetzt drin ist, der getestet wird, der ausgearbeitet wird und so weiter und so fort. Ne? Wie gesagt, einmal bringt das Mining ein bisschen mehr, einmal das. Ist halt immer ein bisschen unterschiedlich. Ne? Aktuell ist das Rock Mining eigentlich mit am besten. Hängt mit Sicherheit auch damit zusammen, weil sie halt eben sagen, jo, der Rock ist jetzt neu in-game. Wir wollen natürlich auch, dass die Leute das Scheißding testen, damit wir da eventuell Bugs fixen können, Anpassungen durchführen können. Und dann wird halt einfach mal als Trick von CIG, denke ich mal, einfach gesagt, ja okay, wir machen jetzt einfach mal den Rock ein bisschen lohnenswerter, damit halt die Leute damit spielen, damit wir einfach Daten sammeln können. Und so behaupte ich jetzt einfach mal, das ist eine Behauptung von mir, ne? Das ist kein Proof. Aber ich denke mir das einfach mal, dass das so ist, dass sie einfach sagen, ja, okay, wir machen das Rock Mining einfach ein bisschen lukrativer, damit die Leute mit dem Scheißding spielen, damit wir Daten sammeln können. So, weil würde das mit dem Rock, würde das nicht super ineffektiv sein, dann würden damit halt die Leute auch nicht spielen. Ne? So ist es halt einfach. So, jetzt, ups, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, das war die falsche Taste. Ja. Ich wollte X drücken, nicht Z. X, nicht C. Genau, deswegen ist es immer so eine Vermutung von mir, dass sie halt sagen, ja, es gibt halt unterschiedliche Mining, sind dann auch immer unterschiedlich lukrativ. Je nachdem, was sie gerade testen wollen. Wenn sie mal wieder Trading testen wollen, dann ist auf einmal Trading wieder lukrativer wie Mining. Ja, das ist einfach so. Aber gut, so sollen sie es natürlich machen. So können sie halt den Fokus darauf lenken, was sie halt wirklich testen wollen in-game. Und ja, können das dann praktisch weitermachen, ne? Um da auch weiterzukommen. So, kommen wir hier durch? Ich habe gerade nicht so ganz das Gefühl. Aber doch. Zack, wir robben uns hier einmal durch. So, jetzt wäre es natürlich schon wieder sinnvoll zu sagen, wir legen hier wieder eine Quickflare hin. Ja, das automatische Nachfüllen von den scheiß Dingern, das wäre halt echt noch eine Option, gell? Aber gut. So.
Schauen wir noch ein bisschen. Allzu viel Platz haben wir ja eh nicht mehr, dadurch, dass ich jetzt natürlich den Rucksack irgendwie nicht benutzen kann. Sind wir dadurch ein bisschen begrenzt, aber gut, egal. Wir sind eh schon wieder 44 Minuten unterwegs. Ja, leck mich am Dingsbums, ey. Gott, wie die Zeit immer vergeht hier. Dann machen wir das der letzte Stein und dann treten wir schon die Rückreise an. Dann gucken wir, was wir dabei rumgekriegt haben. Uiuiui. So, ich will es euch ja nur mal zeigen, was es gibt. Na, was halt auch so ein bisschen dann... Ja, wie soll man sagen, die Zukunft von Star Citizen, ja, diese Gaming-Methoden, das ist ja immer das, was dann ausmacht. Ne? Und ich finde das Mining echt gut und umfangreich. Ne? Also diese unterschiedlichen Mining-Methoden, die wir jetzt haben, das ist doch auch geil. Ne? Und das wird immer weiter ausgebaut. Und ich finde dieses Hand-Mining-System und das allgemeine Mining-System finde ich sehr gut. Mir macht das Spaß, mir gefällt das, ne? Also, und das sagen auch, glaube ich, viele, dass das Mining-System eigentlich gar nicht mal dumm ist. Ja, und das wird immer weiter gefeilt und wenn wir dann echt mal noch größere Mining-Schiffe haben und wirklich auch größere Asteroiden und so Zeug, was wir da dann machen können, das ist dann wirklich, ja, wird immer größer. Soll das hier mal weglegen, bitte? Ich glaube an den Stein. Das ist so ein bisschen der Nachteil, wenn die Steine so ineinander reinbuggen, so ein bisschen. Dann kann man die nicht... Kann ich den mal kurz hier... Nee, den kriegt man nicht. Na, das ist leider so. So, jetzt würde ich sagen, treten wir die Heimreise an. Wie viel haben wir jetzt eigentlich hier drin? Oh, wir haben jetzt eh 100% voll. Na, also jetzt haben wir zwei Rüstungen voll. Lohnt natürlich jetzt nicht wirklich. So, jetzt können wir zum Beispiel sagen, okay, jetzt wissen wir, hier kommen wir zurück, hier ist unsere Ding. Können die auch wieder einsammeln. Oder mitnehmen, zumindest. So, haben wir auch ein bisschen Licht an bei uns mit dran. So, jetzt, ich habe jetzt die Taschenlampe aus. Eigentlich auch ganz cool, so als Begleitlicht, so die Flare anzuhaben. Also die haben wir jetzt halt hier so am Gürtel kleben, ne? Ihr seht das hier wieder. So, hier müssen wir irgendwie nochmal so ein bisschen durch. So. So, und hier sehen wir jetzt auch schon wunderbar, ne, unsere nächste Flare. Und so solltet ihr das eigentlich machen, ne? Also nicht so wie in meiner Fail-Folge, wo wir dann praktisch nicht mehr wussten, wohin, ne? Nehmen wir auch mal mit. Zack. So, können wir uns mit Double Flare hier den Weg leuchten. Das sieht auch cool aus. Achso, bitte nicht wieder runterspringen. Ups. Unsere nächste. Ah, komm mal da. Da ist unsere nächste Flare. Können wir die auch noch irgendwie mitnehmen? Carry. Ah, dann lässt er die andere. Dann lässt er die andere fallen. Ja, ich könnte die natürlich jetzt wieder Kann ich die de-equippen, wenn ich die schon aktiviert habe? So, jetzt habe ich die Hand frei. So, kann ich die wieder in die Hand nehmen? Nee, geht anscheinend nicht. Okay, nee. Gut. Ja, wenn die einmal aktiviert sind, hätte sein können, also das wäre dann auch ein bisschen gecheatet, ne? Also dann immer die, kannst du die immer wieder alle aufheben. Und dann wieder stone, ne? Wenn die einmal aktiv sind, sind sie aktiv normalerweise. So. Zack. Ja. Bringen jetzt nicht das Megalicht, die Dinger.
müssen wir lang. Da ist unsere nächste Flare. So. Aber jetzt habt ihr wenigstens gesehen, wie man das macht mit den scheiß Höhlen, damit man da auch wieder rausfindet. Aber wenn ihr es halt nicht so macht, dann seid ihr echt aufgeschmissen, ne? Habt ihr da keine Schnitte, irgendwie weiterzukommen. Ihr habt es ja gesehen vor ein paar Folgen, wie ich da kläglich dran gescheitert bin. Also wenn ihr in Höhlen geht, macht euch die Mühe mit den Flares und sowas, da dann wirklich auch weiterzukommen. So, na, jetzt sind wir eh schon draußen. Hoppala. So, da ist unser Schiff. Ist noch nicht explodiert. Bus brennt. Ne, brennt auch nicht mehr. Feuer ist gelöscht. Alles gut. So, jetzt hoffe ich, dass er uns noch nach Hause bringt, der Hobel. Naja, Hochkomma. Alles gut, dann kommen wir auch weg vom Planeten. Wir müssen eh nur nach Olisar rüber. Das heißt, uns stehen keine schwerwiegenden Planetenlandungen an. So. Ach Quatsch, was mache ich denn? Komm, Link. So. Oh, ist schon wieder spät. Ich weiß schon nicht mal, was ich tue hier. So. Set Route. Na, 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 na. Set Route. Vorder dieser. Zack. Bist du denn? Da bist du. So, mal gucken, was bei rumgekommen ist. Also, ich kann euch sagen, nicht viel. Es ist, wie gesagt, nicht wirklich lohnenswert, Handmining zu betreiben. Aber schauen wir mal. Aber es ist natürlich, man kann natürlich Handmining machen, wenn man so gar nichts anderes hat. Wenn man irgendwie mal, weiß ich nicht. Ich glaube, selbst wenn du ein Starterschiff hast, lohnt sich das? Weiß ich gar nicht. Jetzt gucken wir mal, was bei rumkommt. So an Geld. Ich weiß halt nicht, ich glaube, da bist du halt fast auch mit Delivery-Mission irgendwie besser dran, sage ich jetzt, behaupte ich jetzt einfach mal. Aber das sehen wir jetzt gleich. Aber Handmining muss ja auch nicht wirklich nur... Ups, ich muss vom Gas. Oh Gott, habe ich immer einen Bleifuß am Start? Das gibt's doch nicht. Ah ja, halt die Fresse, ich muss bremsen. So. Wo darf ich denn? Da darf ich. Ja, mir fehlt auch ein Flügel, ne? Darf man jetzt natürlich nicht vergessen. Das Ding fliegt sich nicht mehr so wie sonst, ne? Weil hier fehlt ein Stückchen. Deswegen war die Landung jetzt eher so ein bisschen nicht so nice. So, also wir können jetzt mal gucken, in dieser Rüstung, die wir jetzt anhaben, haben wir, ich vergesse jetzt mal, dass die Türen automatisch aufgehen, haben wir zwei Steinchen, also insgesamt 10 kleine Steinchen, was ungefähr 2 große Steinchen waren. Dann können wir mal gucken, was theoretisch ein Steinchen Hedanit so bringt. Die müssten wir jetzt eigentlich auch hier verkaufen können. Ja genau, Personal Inventory ist das. Hedanit. Boah, 2740 Alpha Yuzi. Also. Na, das können wir jetzt... ja, sagen wir 2,5. Das können wir jetzt natürlich noch naja, mal 12 nehmen. Wenn wir den großen Mining-Rucksack haben, ne, dann haben wir 30.000 Alpha-USC. Aber die musst du halt auch erstmal finden, die Scheißsteinchen. Also
Ihr seht, der Aufwand fürs Handmining lohnt sich hint und vorne nicht. Es gibt, wie gesagt, es ist ein Gameplay-Loop, der hat auch noch woanders einen Nutzen, wo man das Handmining betreiben kann und muss. So, was haben wir hier jetzt nochmal? Ja, hier kommen noch 500. Super. Das gucken wir uns natürlich auch nochmal an, weil man muss ja die Gameplay-Mechaniken nicht unbedingt zum Geld verdienen nutzen, sondern man kann sie auch auf andere Weise ins Spiel einbauen und dann eben benutzen. Nämlich findet das Ganze nochmal Zuspruch. Aber wobei, für die, die es nicht wissen, das machen wir in der nächsten Folge. Da zeige ich euch dann mal, wie man Gameplay-Mechaniken, die jetzt so vielleicht in erster Linie auch ein bisschen nutzlos erscheinen, was ja das Handmining jetzt gerade auch irgendwie ist. Also wirklich sinnvoll ist es jetzt so in der Open World nicht. Können wir uns aber nochmal anschauen, wie man die dann sonst noch verwursteln kann. Das machen wir in der nächsten Folge. Für diese Folge war es das jetzt erstmal. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, das Handmining. Und ihr konntet, wie gesagt, etwas lernen. Wenn es das getan hat, gebt doch gerne einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da. Bei Fragen natürlich wie immer gern die Kommentarfunktion benutzen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Da werden wir dann ein paar lustige Sachen machen. Da werden wir ein bisschen böser Bube spielen. Alles klar, bis dahin, wieder schauen und reingehauen.